So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Wir haben mal wieder was ganz Besonderes vorbereitet. Und zwar war ich letztens im Rewe einkaufen mit Pupsi. Es ist ja die Sommersaison gerade. Also es regnet gerade und ist total kalt. Aber eigentlich ist die Sommersaison und da gab es natürlich wieder verschiedene Grillsoßen, Barbecue-Soßen, Hot Mamas. Das ganze Regal war voll in so einem Aufständer und daneben gab es Painmaker-Soßen. Jetzt habe ich extra mich durch alle Soßen, die dort im Rewe waren, durchgewühlt und habe mir mal eine Soße mitgenommen. Ich habe zwar noch so viele andere Soßen überall hier rumstehen, wollte aber mal die schärfste Soße aus dem Rewe probieren. Und das muss diese hier sein. Von Painmaker, nicht von Hot Mama. Painmaker scheint aggressiver zu sein. Da steht Premium Quality, Painmaker, Habanero, Chili, Barbecue Sauce, Hot and Spicy Style, Seriously Hot. Es gab auch von Painmaker verschiedene Soßen, aber da war überall immer noch irgendwie was Fruchtiges mit drin und minderwertige Chilis verarbeitet und Hot Mama hat auch so viel mit Knoblauch und allem drum und dran gehabt. Habanero Chili dürfte aber die schärfste sein, die es dort im Rewe gab von Painmaker. Die möchte ich jetzt mit Nuggets mal testen, gucken, wie die schmeckt und vergleichen mit der Mad Dog 357 aus 6 Millionen Scoville Pepper Extrakt, um zu schauen, welche schärfer ist. Natürlich die Mad Dog, aber wie gut die dagegen anstinkt. Wir haben letztens auch die Stinger getestet. Das war ja auch sehr stichig. Jetzt bin ich mal gespannt, wie diese Habanero dagegen anstinkt. Wir machen kurz die Nuggets warm und schauen, wie die Soße schmeckt. Das sind übrigens meine Lieblingsnuggets, sage ich immer dazu. Gibt es auch im Rewe von Ableben oder wie heißt das? Abelen? Ach, ich habe keine Ahnung. Die für eins noch was in der Packung, nicht gefroren, nicht mit Knusperpanade, einfach normale Billig-Nuggets. Oh mein Gott, ist das hier windig. Aber egal, Nuggets gehen immer. Von wegen Balkon und Witterung, ich sitze hier immer und teste, auch wenn die Welt untergeht. Die machen wir jetzt warm und testen die mit Soße. So, die Nuggets sind fertig und damit ihr das fürs Thumbnail auch richtig habt, halten wir mal diese Soße hier rein. Da ist das Thumbnail. Jetzt muss ich ja mal gucken, wie man die aufmacht. Die ist nämlich noch nicht auf. Die habe ich auch noch nie getestet. Eigentlich mag ich auch keine Barbecue-Soßen. Bin kein Barbecue-Soßen-Freund. Aber wenn ich bei McDonald's mir mal irgendwas hole, drücke ich immer auf die Barbecue-Soße. Weil ich die so selten esse, will ich da immer ein besonderes Erlebnis. Hot and Spicy, verzehrfertige Barbecue-Würzsoße, vorige Grill, Steak und Barbecue-Soße für Gegrilltes und Gebratenes. Hier ist Painmaker, die Grillsteak- und Barbecue-Soße mit Wumms. In traditioneller Handarbeit aus besten Zutaten hergestellt, feinste Gewürze mit Liebe, feurig scharf abgeschmeckt, voller Charakter und ungezügelte Lebensfreude, ich will mich nicht schon wieder aufziehen, der Freude heißt das bei denen hier. Painmaker, born to be bold. So, machen wir mal hier den, ziehen wir hier auf. Wie findet ihr das Design? Dafür, dass das halt eine Barbecue-Soße ist, sieht das halt alles babbig aus. Aber ist okay, wir lieben babbige Barbecue-Soßen. Irgendwie ist sie so fest, dass sie halt einfach oben drin bleibt. Nehmen wir uns jetzt mal hier, wir tun das einfach mal da drauf. Wir sind ja einiges gewohnt. Wir schütten jetzt diese Barbecue-Soße auf diesen Nugget, der hier hinten liegt, wenn die überhaupt rausgeht. Da kommt ein Tropfen. Ach du meine Güte. Da hätte ich nichts dagegen, wenn die ein bisschen flüssiger ist. So, wir haben mal halt zwei Stück jetzt mit dieser Barbecue-Soße voll gekleckert, wollen die jetzt mal probieren. Ich hoffe, das war nicht zu viel, aber Habanero müsste eigentlich noch zum Aushalten sein. Also, dass sie leicht angeschärft ist, ich glaube, da habe ich jetzt wieder zu viel erwartet. Wenn das die schärfste ist, Habanero, die schmeckt eigentlich wie, weiß ich nicht, wie andere Barbecue-Soße.
ohne scharf dran. Also ich merke da jetzt nichts, nichts. Ich merke keine Schärfe, gar nichts. Da ist irgendwie eine andere Note mit drin, die mich schon wieder ein bisschen an irgendwie was Fruchtiges erinnert. Vielleicht wieder so Apfel, Essig, Pflaume, irgendwas in der Richtung. Ansonsten schmeckt die eigentlich gut. Würde ich jetzt auch zu Steaks essen oder zu Bratwurst mal. Aber da kannst du dir wirklich gefühlt die ganze Flasche draufknallen, weil die Schärfe einfach ausbleibt. So, nehmen wir uns nochmal ein großes Stück, knallen dann nochmal ein bisschen Soße drauf. Ich glaube, hier könntest du, wenn du diese Soße hast, in eine Schüssel füllen, da einen Tropfen Mad Dog reinmachen und dann hat diese Soße auch Biss. Dann hat die nämlich eine scharfe Note plus diesen lecker fruchtigen, leicht rauchigen Barbecue-Geschmack und dann ist es perfekt. Mad Dog zum Würzen von Painmaker-Soßen, jetzt neu. Geschmacklich finde ich die also vollkommen okay, aber ich bin total enttäuscht von der Schärfe, weil die halt einfach nicht scharf ist. Und jetzt sehe ich auch, wo diese spezielle Note herkommt. Zutaten, nämlich Tomatenmark, Zucker, Rübensirup, Balsam, Essig, Weinessig, Traubenmostkonzentrat, Traubenmost, Hagebutten, Konfitüre, Bourbon, Vanille, Pflaumen, Fruchtzubereitung, Pflaumenzucker, Glucose, Fructose, Sirup, Zitronensäure, Karamell, Zuckersirup, Speisesalz, Habanero, Chili-Pulver, 0,35%. Kann Spuren von Soja enthalten, Gewürze enthält Senf. 0,35% Habanero, Chili-Gewürzpulver. Kein Wunder, dass sie nicht scharf ist. Aber die schärfste war, die es im Rewe gab. Und ja, halt viel Pflaume. Wusste ich doch, irgendwo kenne ich das. Schmeckt gut, schmeckt toll, aber nicht scharf. Jetzt nehmen wir uns die Mad Dog. Machen bei der Mad Dog hier mal einen kleinen Tropfen auf ein anderes Nugget. Zum Vergleich nehmen uns gleich mal hier vorne das. Man muss jetzt wieder aufpassen, das ist genau das Gegenteil. Kann ich mir aber gut vorstellen, wenn ihr hier einen Tropfen Mad Dog da drauf macht und daneben ein anderes, das ist, die Schärfe sich ausbreitet und ihr so ein Pflaumennugget hinterher, ist das bestimmt mega genial. So, ganze Zunge brennt, die Schärfe ist direkt da, die Mad Dog, die haut wieder einfach alles voll. Finde ich mega stark. Ich möchte es jetzt nochmal so probieren. Wenn ich hier einen Tropfen Mad Dog drauf mache und auf den daneben hier diese Pflaumensoße, wie sich das kombiniert, brauchen halt jetzt hier. Kommst du her. Deswegen ist sie auch so dick. Durch das ganze Traubenmost und Pflaumenmost und alles Mögliche ist das halt wirklich wie Pflaumenmus. Mad Dog, Painmaker, Barbecue. So ist das wirklich eine geniale Kombination, so könnt ihr das essen. Die Schärfe davon, die leicht süßliche Note davon, das Barbecue-Feeling mit einer richtig guten Schärfe. Das war es von meiner Seite aus. Werden wir die restlichen jetzt so machen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Stay in peace out, vorhaut, euer Ramses. Kennt ihr Painmaker, die Firma? Schreibt es mal in die Kommentare. Und ciao.